Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Today. Hier ist er wieder. Ich hoffe, diesmal läuft meine Aufnahme komplett durch. Und wir sind jetzt hier wieder auf der Map bei der Isabelle. Und der Michi ist schon weg. Der musste schlafen gehen, da er früh aufstehen muss. So, eine kleine Ankündigung für die nächsten Folgen. Ich habe ja schon mal vom Leon Luca die Map gezeigt, die PvP-Map. Und ich war gerade mal gucken, wie das da aussieht. Und irgendwie läuft hier mein... Ich weiß nicht, warum das hier mitläuft. Ich habe keine Ahnung. Mein Programm läuft hier mit. Warum? Das macht Töne. Das sollte eigentlich nicht so sein. Noch... Um jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Ich war da gerade nochmal gucken auf der Map. Und es sieht ganz interessant aus. Mittlerweile, der PvP-Spawn ist fertig. Und wir werden die nächsten Folgen ihnen helfen beim Weiterbauen. Und werden mal ein bisschen da was zeigen. Und vielleicht ein kleines Tutorial für euch, wie man so eine PvP-Maps baut und sowas. Das Problem ist jetzt leider nur, ich habe jetzt zwar schon die Kabel bestellt, damit ich Partys aufnehmen kann. Aber das Problem wird halt sein, dass ich jetzt in den nächsten Folgen noch nicht aufnehmen kann. Und das wird auch noch einige Folgen lang so sein, da die Kabel erst ungefähr in 2 Wochen da sein werden. So, damit du da erstmal Bescheid wisst. Und dann werdet ihr auch regelmäßig die zarte Stimme von Isabelle hören und natürlich auch von Michi. Ja. Das wollte ich euch jetzt erstmal erzählen. So, und wir machen jetzt auch weiter. Und zwar werden wir jetzt dem Michi sein Haus zerstören. Nee. Wir werden jetzt... Was machen wir jetzt? Unser eigenes Haus rund machen. Und komische Geräusche im Hintergrund hören. So, okay, warte. Wir gucken jetzt mal. Wie machen wir das jetzt? Nee, wir können hier noch nichts rund machen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen uns da erstmal was überlegen. Und außerdem, das ist das von Deutsch. Außerdem müssen wir so viel Sand sammeln. Da habe ich ehrlich gesagt in den letzten 3 Folgen genug gesammelt. Deswegen lassen wir uns jetzt mal was anderes einfallen, was wir jetzt machen. Und zwar, lasst mich kurz überlegen. Wir bauen ein Baumhaus, das hatten wir noch nie. Haha. Ich überlege, also mal ohne Scheiß, ich überlege, von deiner Glaskuppel aus ein Unterwasser-Aquarium weiterzuführen. Weißt du, was ich meine? Verstehst du mich? Und das mal. Okay. Okay, das hört sich schon mal gut an. Da muss ich mal das Wasser hier rausschöpfen. Erstmal, ich brauche einen Eimer. Hast du einen Eimer? Bestimmt, ne? So, okay, Leute. Also, wir machen jetzt aus dieser Glaskuppel, was ein Spa werden sollte, machen wir jetzt einfach ein Aquarium. Ein Unterwasser, also kein Aquarium, sozusagen ein, ja doch, man nennt es doch Aquarium, auch wenn die Fische außenrum sind. Ach, keine Ahnung, wir machen auf jeden Fall eine Kuppel, wo wir dann außenrum Wasser haben und wo wir das dann alles schön unter Wasser langlaufen können und das alles beobachten können. Das wird ganz schön, glaubt mir. So, hier haben wir Eimer. Nehmen wir mit. Ach, gucke an, sie hat eine Diamantspitzhacke. Alle haben sie Diamantzeug, außer ich. Ey, sag mal, pass mal auf, ich habe gerade erfahren, wusstest du, dass man die Schrift auf den Schildern bunt machen kann? Ja. Haha, das zeige ich dir jetzt. Da musst du mal zu mir kommen. So, hier nehmen wir uns mal 8 Schilder raus. Du brauchst nicht kommen, erscheinen reicht.
So. Guck mal, der hat mir das gerade erklärt, wie das funktioniert. Und zwar müssen wir das hier, hat er gesagt, dann zum Beispiel die 4. Und dann schreiben wir da einfach. Okay, so funktioniert es nicht, warte mal. Nee, nee, ich muss es bloß richtig machen. Der hat mir das erklärt, wie das geht. Aber das war, glaube ich, gar nicht das richtige Zeichen. Ach, das hier, genau, das hier ist das Zeichen, was er gesagt hat. So, und dann müssen wir hier 4 nehmen. Und dann hat er gesagt, Leerzeichen oder kein Leerzeichen. Sollte aber beides funktionieren. Wir machen einfach mal ein Leerzeichen und dann machen wir das so. So. Go. Pi. So. Fertig. Dann sollte das. Ey, es funktioniert tatsächlich, Alter. Wie geil. So, jetzt noch zur Erklärung. Du musst, wenn du anfängst zu schreiben, machst du so ein Paragraphenzeichen. Weißt du, welches das ist? Pass auf, hier, geh mal auf das Schild. Und ich gehe mal hier drüben auf das Schild. Dann erkläre ich dir das kurz, welches Zeichen das ist. So, und dann machst du. Hallo? Jetzt. Bist du drin? So, dann machst du L2 und Dreieck, dass du auf diese Extrazeichen kommst. Und dann gehst du noch eine Seite weiter. So, und dann hast du neben diesen doppelt durchgestrichenen W, hast du so ein Doppel-S, so ein komisches. Das ist das Paragraphenzeichen. So, und das machst du und dann kannst du... Meinetwegen, die 4 ist jetzt rot in dem Falle und du kannst von 1 bis, keine Ahnung, wie viele Zahlen das geht, kannst du dann verschiedene Zahlen machen und jede Zahl hat eine andere Farbe. Und dann machst du Leerzeichen und schreibst ganz normal. Und wenn du dann OK drückst, hast du die Farbe. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel 9. Das müsste man sich vielleicht mal aufschreiben, welche Farbe welche ist. Ja, du hast 1 genommen, ne? 3. Okay, ich habe jetzt mal die 9. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Irgendwie passiert ja was Komisches. Schlafen? Oh, ich muss in mein Bett. Schade. So. So Leute, habt ihr erstmal kurz ein Tutorial für die PS4, wie man Farbe, ich weiß nicht, ob das auf dem PC auch klappt, bestimmt, wie man Farbe in die Schrift bringt. Also nochmal, ihr müsst ein Paragraphenzeichen machen, die Zahl dann danach eingeben. Und nach der Zahl ein Leerzeichen. Und dann gebt ihr ganz normal die Schrift ein, die ihr haben wollt. So, das machen wir jetzt ebenfalls. Wir schreiben hier unseren Namen dran. In was für eine Farbe machen wir das? Ah, ich glaube, die 9 war weiß. Deswegen haben wir die Schrift auf dem Schild nicht gesehen.
Das kann natürlich sein, dass die 9 weiß ist. So. Also nochmal, ihr müsst das Paragraphenzeichen machen. Müsst danach, nehmt ihr eine Zahl. Wir nehmen mal jetzt die 8. Macht ihr ein Leerzeichen. Und dann schreibt ihr ganz normal Tommy. Ein S brauchen wir. Nee, nicht das. Das. Tommys Haus. So. Tommys Hauer. Alles klar. Fertig. Und dann geht ihr auf. Und so. Jetzt haben wir hier graue Schrift dran. Seht ihr das? Ganz cool. So, gefällt mir aber nicht. Wieso ändert er das Schild nicht? Das ist. Ich komme gerade nicht klar. Muss ich das mit leerer Hand machen? Warum kann ich das Schild nicht ändern? Muss ich das. Ich muss das vorher abreißen, ne? Das geht gar nicht anders. So. Zack. Machen wir nochmal. Wir nehmen. Paragraphenzeichen. Nicht das. Das. Dann nehmen wir die. Ich nehme die 4. Das war, glaube ich, rot. So, und dann einfach die Schrift dahinter. Und dann habt ihr es schon. Nee, so. So, und da wird sich der Michi wundern, warum wir bunte Farbe an den Schildern haben. Zack. So, das sieht doch nice aus. Das sieht echt cool aus. So, wisst ihr jetzt schon mal, wie das funktioniert. So, und jetzt, was machen wir jetzt? Ach so, genau. Gut, ich weiß, was wir machen wollten. Wir wollten uns mit der Glaskuppel beschäftigen. Wir tun erstmal die Schilder wieder rein. Obwohl, nee, da brauche ich noch ein Schild. Das beschrifte ich dann mit Aquarium. So. Oh ne. Da ist voll das Feuer drunter. Ah, das ist so eine unendliche Quelle jetzt hier, ne? Fällt mir gerade auf. Wo muss ich denn das da wegnehmen? Glaube. Ich hoffe, ich krieg das Wasser hier wieder raus. Ich bin gespannt, ob wir das Wasser jetzt hier rauskriegen. Das wäre von Vorteil. So, guck mal, wir nehmen mal hier drüben. Nehmen wir hier mal was weg. Es fließt einfach weiter. Das nervt. Ich krieg das Wasser hier nicht mehr raus, kann das sein? Wasser kriegt man hier, glaube ich, nicht mehr raus. Es sieht schlecht aus. Warte mal, ich könnte. Doch, ich hätte noch eine Idee, aber ich glaube, nee, das geht auch nicht.
Das wird nicht besser hier. Das ist schlecht. So, ich habe einen Wasserfall davor gebaut. Vor die Glaskuppel. Gar nicht mal so doof aus. Aber ich krieg das Wasser hier nicht raus. Das ist ein kleines Problem, finde ich. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Das Problem. Wenn mir da jemand weiterhelfen kann, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ich das Wasser hier rauskriege. Ich könnte Lava drüber kippen, glaube ich. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Ich tue erstmal die Eimer wieder weg. Dann müssen wir mal gucken. Da bauen wir später dran. Meine Stimme verschwindet schon wieder. Sie geht einfach flöten. So. Zack. Die Schilder können wir auch rausnehmen weg. Was will denn der? Mal auf, Alter, du Penner. Was schlägt denn der mich einfach? Warum? Was will denn der hier, Alter? Sag mal, ist der behindert oder so? Ey, mal ohne Scheiß, Alter, warte mal. Nee, der nimmt hier mein Zeug raus und alles, Alter. Was ist mit dem falschen Wichser, ey? Short Track Trago. Keine Ahnung, Alter, was das vom Wichser ist. Das ist halt, weil bei dir offen ist, weißt du? Ja, für deine Freunde. Du sprichst Deutsch oder was? Ey, pass mal auf. Hör mal auf, bei den Leuten irgendwelchen Scheiß reinzubauen. Und zweitens, hör mal auf, den Leuten zu Sachen aus den Truhen oder aus den Öfen zu nehmen. Das ist scheiße. Wenn, dann kannst du hier in Ruhe mitbauen. Kein Problem, aber du zerstörst damit die Maps, weißt du, und den Spaß von den anderen Spielern. Und ich will hier noch ein paar Folgen aufnehmen für mein Let's Play, also lass das mal bitte. Entweder spielst du normal und lässt die Leute in Ruhe und spielst ganz normal mit oder gar nicht. Ansonsten müssen wir das hier, machen wir hier die Map zu und dann ist gut. Nicht böse gemeint, aber ich denke mal, wenn du eine eigene Map hast, willst du das auch nicht. Ja, super.
Ich habe jetzt auch vollkommen vergessen in der ganzen Zeit, dass ich gerade meine Let's Play-Folge aufnehme, Alter. Scheiße. Ja, sorry, Leute. Ich habe das jetzt gerade. Ich war jetzt so irgendwie drin, dass ich vergessen habe, dass ich gerade aufnehme. Nehmt es mir nicht übel. Ich werde das alles mit einem Piepstreifen zensieren. Nein, alles in Ordnung. Ich denke mal, das passt schon. Ja, ach, du hast das hinbekommen? Achso, ja, ich bin ja so doof, Alter. Ja, ich habe das, darauf bin ich natürlich nicht gekommen, Leute. Einfach hier das zuzubauen. Ja, so, okay, und wir wollen jetzt einfach, ich werde jetzt von dieser Seite hier aus, werde ich einen Durchgang bauen. Und werden wir holen uns erstmal Glas. Wir werden viel Glas brauchen. Hast du Kohle übrig, Isabel? Ja, keine Ahnung, ein bisschen, so 15, 20 Stück reichen. Dass ich ein bisschen, ja, das geht auch. So. Wir brauchen natürlich ein bisschen Sand. Ja, hättest du auch einen Ofen da tun können. Danke. Ja, das mache ich auch meistens. Das geht schneller, finde ich, als jetzt ewig Kohle zu suchen. So, wir machen noch ein bisschen Glas nebenbei. Gehen mal schnell schlafen. Ich habe voll die Zeit vergessen in der Folge, ey. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel geredet habe. Und was zu essen brauchen wir auch, auf jeden Fall. Ja, Aufnahme, ey, heute klappt echt alles. Erst schmiert mir die Aufnahme ab, dann läuft's nicht mehr, mein Programm. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Aber es läuft ja zum Glück wieder. So, wir brauchen auch was zu essen. Hast du was zu essen? Oh, ich könnte mir auch mal selber das Zeug besorgen. Ich bettle immer übelst. Ja. Mache ich mal. Ich setze auch gleich Neues an. Das mache ich gerne. Das Weizen sieht ja echt schön aus. Ich mache auch gleich noch ein bisschen Brot. Geht gleich los. Ja, achso, nochmal zur Erklärung an die Leute jetzt für YouTube. Die Soccerpie hat ihre Map offen. Deswegen können hier jetzt die Leute einfach dazukommen natürlich. Weizen. Steht hier jemand neben mir? Aha. Ja. Kann ich tun. Aber ich muss erstmal dein Feld besamen. So, hier haben wir noch. Ja, haben wir die Folge nicht wirklich viel geschafft, irgendwie. Weil ich mal kurz ein bisschen abwesend war.
Manchmal vergesse ich das einfach, dass ich aufnehme. Echt so. Es ist einfach dann. Ich vergesse es einfach. Keine Ahnung. Alzheimer. Lässt grüßen. Okay, warte mal, welche Truhe denn hier? Reicht 18 Weizen? Oder brauchst du noch ein bisschen mehr? Okay. So, dann gehen wir mal Brot machen. Ja, ich glaube, ich nehme danach noch eine Folge auf, weil die jetzt so verkackt war eigentlich. Die war ein bisschen stumpfsinnig. So, okay. Ja, hier, pass auf. Komm mal hier zu meinem Haus. Wo bist du? Nee, hier das eckige Haus, wo du vorhin drinne warst. Wo bist du denn? Ach, da. So, und ah, genau, hier hinten rum musst du. So, und dann geht's hier runter und hier einfach rein. Da ist dann die Mine drinne, hier drinne. Einfach ganz runter, das sollte schon bis runter gebaut sein. Nee, das kannst du abbauen, also das stört nicht. Hä, wolltest du nicht runtergehen oder was machst du jetzt? Bloß mal jetzt gefragt, also nicht. Wolltest du nicht in die Höhle? Wolltest du nicht in die Höhle gehen? Ach so, ja, stimmt. Ich kann dir eine Spitzhacke aus Eisen mitgeben, wenn du möchtest. Ich habe noch eine. So, das Glas haben wir. Mal gucken, das sollte auch fertig sein. Das nehmen wir auch noch mit. So. Die Samen noch weg. So. Und irgendwas wollte ich noch herstellen. Ach genau, Brot. Brot wollten wir noch mal. So, warte mal. Brot. So, Trophäe erhalten, Brot backen. Warum habe ich jetzt erst die Trophäe Brot backen? Ach so, ja, ich weiß warum. Nee. Wie bitte? Okay. Schade, dass man keine Glasstufen bauen kann. Das wäre echt cool. So, dann gehen wir hier hoch. So, dann sollten wir eigentlich hier das Glas wegnehmen können. Einmal frei. So, guck mal, das machen wir jetzt so. Zack. So, dann lassen wir einfach jetzt hier runterfließen. So, und dann können wir hier durch das Wasser laufen. In der Kuppel sozusagen. So möchte ich das machen, aber das wird erst in der nächsten Folge dann kommen. Weil die Folge ist jetzt schon zu Ende. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß an der Folge gehabt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Bis dann, ciao.